Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zu Let's Play The Elder Scrolls 3 Morrowind Part 8. Ja, und was könnte es an einem Sonntagabend Schöneres geben, als Morrowind aufzunehmen? Ja, eigentlich fast nix. Und ja, am letzten Part hatten wir ja den Julian als Gastkommentator hier, der wird vielleicht auch nochmal vorkommen. Meine Zeit ist kostbar. Mal gucken, wie ihr das so findet. Also könnt ihr ja Feedback zu geben. Wäre sogar ganz nett, wenn ihr das tun würdet. Ja, wir haben in ZDN alle Quests erledigt. Sprecht zu mir. Wir haben, also, ja, er handelt jetzt nicht mit uns, weil wir haben ja diesen Mondzucker eingesammelt. Ich wollte es nochmal zeigen. Egal, in diesem Part werden wir uns jetzt aufmachen Richtung Balmora. Ja, ja, es ist diese Stadt, wo wir hin sollen. Nach Balmora gibt es jetzt zwei Wege. Wir können entweder mit diesem großen, fetten Schlickschreiter da vorne reisen oder wir gehen zu Fuß. Worum geht es? Da wir noch recht, schwach sind, wir sind ja noch Level 1. Ich entbiete euch meine Grüße. Werden wir zu Fuß gehen. Und ich werde einfach auf dem Weg versuchen, möglichst viel einzusammeln. Oh, die Pilze. Ah, die haben wir schon eingesammelt auf dem Weg. Ich bin da ziemlich vergesslich. Ja, ich werde versuchen, hier halt möglichst Alchemie-Zutaten zu sammeln. Ich werde in alle Höhlen gehen, die wir da finden. Und wenn wir Glück haben, sind wir ja, wenn wir in Balmora sind, dann schon Level 2. Ob das klappt, weiß ich nicht. Ich denke, nach Balmora, das dürfte so 2 oder 3 Parts in Anspruch nehmen. Vielleicht auch mehr. Kommt drauf an, wie viele Höhlen es da auf dem Weg gibt. Das weiß ich nämlich alles gar nicht mehr so genau. Weil meistens spiele ich Morrowind. Das kann ich aber ganz kurz zeigen. Das werde ich jetzt hier in dem LSP auf keinen Fall machen. Ich werde es nie anwenden. Nämlich die Konsole. Da könnte ich jetzt zum Beispiel eingeben, COC. Und dann könnt ihr da einen Ort eingeben. Und wenn ich jetzt Enter klicken würde, wäre ich sofort in Balmora. Ja, im Einzelspieler. Also, wenn ich das ohne Aufnahme gemacht habe, habe ich das meist so gemacht. Morrowind ist, das muss man leider sagen, ein Spiel, wo ihr, Insert Coin hatte das Ganze, oder Gamesfeld hatte das Ganze ausgedrückt, ihr bildet euren Charakter wirklich in 75% des Spiels zu einem Marathonläufer aus. Ja, wenn ihr nicht wisst, was Gamesfeld ist, dann geht mal auf gamesfeld.tv, ich mache jetzt mal so ein bisschen Werbung, und dann guckt euch mal Insert Coin an, das ist eine Gaming-Sendung, also wenn euch für Games interessiert, die ist aktuell, da kommt jeden Freitag eine neue Episode raus. Insert Coin, ganz toll, freue ich mich jeden Freitag auf die neue Insert Coin-Folge. Also ich bin da Stammviewer und falls das einer von euch sieht, bei Gamesfeld, hier dieses Video, macht weiter so und ich finde vor allem den Felix als Moderator da klasse. Ja, der heißt auch Felix wie ich. Ja, aber jetzt auch mal genug zu dem Thema, sonst bevor ich mich hier jetzt einen ganzen Part darin verliere, wie toll denn diese Sendung ist und wie sehr ich Gamesfeld doch liebe. Ja, wir gehen jetzt hier auf dem Schild, hätte man jetzt gucken können, wo es wohin geht, aber ich kenne den Weg. So ungefähr zumindest. Wir müssen gleich mal an einigen Positionen gucken. Na, jetzt habe ich nicht getroffen. Aber jetzt, er ist sogar reingesprungen. Und noch ein und erst. Ja, genau dann funktioniert der Zauber natürlich nicht. Und nochmal nicht. Jetzt reicht's aber. Na, also. So, leider nix. Ja, ich beseitige wie immer die Leiche. Ich werde mal rasten. Ah ja, und dann nehmen wir jetzt auch mal auf dem Weg. Wir werden Zerstörung üben. Ja, wir nehmen jetzt den Zerstörungszauber mit den geringsten Kosten. Das ist der Feuerball. Und zwar, Zerstörung levelt sich immer dann, wenn wir den Zauber anwenden und erfolgreich zaubern. Bedeutet, ich kann jetzt hier einfach auf dem Weg, wir haben ja eh nichts zu tun, die ganze Zeit diesen Feuerballzauber machen. Und dadurch wird dann unsere Zerstörung ansteigen. Und das werde ich jetzt auch tun. Und deswegen fange ich damit jetzt einfach mal an. Seht, das kostet mich jetzt nicht so viel Mana. Oh, und da haben wir eine Ahnengruft. Gut, dann unterbrechen wir das Ganze mal. Dann gehen wir jetzt erst noch in diese Ahnengruft. Ich hätte ja gesagt, ich werde versuchen, vielleicht schaffen wir die an diesem Part. Oh, das ist die Andrano-Angruft. Ja, die ist später noch für den Hauptquest wichtig. Nichtsdestotrotz, ich werde jetzt schon mal da reingehen. Und werde da schon mal alles cleanen soweit. Dann haben wir es später im Hauptquest leicht. Dann müssen wir nur noch hierhin zurückgehen. Und fertig ist. Aber das ist gut, dass ich weiß, wo die ist, weil ich habe mich ja sonst wie immer einfach, habe ich oben in der Konsole statt dem Balmora in den Klammern, habe ich dann einfach hier diese Ahnengruft eingegeben. Und wenn man das macht, dann portet man direkt da vor dem Eingang. Und dann bin ich natürlich auch nicht rausgegangen, sondern habe mich zurückgeportet. Naja, schade. Der hatte jetzt leider gerade kein Ektoplasma dabei. Oh, hier haben wir extravagante Hosen. Die sind viel wert. Ein gewöhnliches Hemd. Wie sähe das denn aus? Sieht das besser als unser Hemd? Finde ich jetzt nicht so. Also ich ziehe mir wieder unser Hemd an. Und er hat 22 Draken dabei. Sind das wertvolle Schuhe? Sind teure Schuhe, die nehmen wir auch mal mit. Kann ja nicht schaden.
Dann hier diese Uhren. Ich hatte ja gesagt, ich nehme das immer alles mit hier. Das ist so ein heiliger Schrein. Da könnte ich jetzt was spenden. Ich zeige euch das mal kurz, was man da machen kann. Ich spende jetzt einmal. Das ist zwar recht teuer. Aber da kann man jetzt spenden. Da kann man hier eine Vergiftung heilen, eine Pest heilen, Krankheit heilen oder halt eine von diesen Fähigkeiten. Wir nehmen jetzt einfach mal die Velo-Meditation. Können wir mal gucken, was es gebracht hat. Also hier seht ihr die Effekte, die auf mich wirken. Das sind unsere Magie-Boni. Einmal durch die Rasse, einmal durchs Sternzeichen. Die Magieresistenz, die wir sowieso haben. Der Ring des Mentors. Und hier, Magie festigen. Ach, das bringt 10 Magiepunkte. Das ist aber super. Das ist ja sogar richtig nützlich. Okay, wie wir da sehen, da ist einer in der Tür drin. Vielleicht können wir den... Ja, sehr schön. Da können wir mal ein bisschen die Bugs aus Morrowind ausnutzen. Indem wir ihn jetzt einfach ganz genüsslich einfach hier ganz easy anzaubern. Mal vorher, weil ist ja sogar recht effektiv. Und da hat er uns nur 5 Mal... Oh, und da haben wir noch einen... Oh, das ist sogar ein Skelett-Bogenschütze. Das ist nicht gut. Nein, das ist gar nicht gut. Wir müssen wissen, die Bogenschützen sind besonders heftig. Wir werden jetzt mal den Zauber Eisbiss nehmen. Komm her. Nein, das Ziel hat man hier widerstanden. Das ist aber schlecht. Ich wusste gar nicht, dass die Skelette... Ja, jetzt haben wir den geschafft, den Bogenschützen. Die Pfeile nehme ich mal mit. Die wiegen ja nichts. Den Langbogen auch. Also der Koeffizient von denen ist recht gut. Hier haben wir Knochenmehl. Und kann ich hier rasten? Nein, kann ich nicht. Ja, da unten werden wir später auch noch hinkommen. In dieser Gruft. Kann ich denn hier rasten? Dann gehen wir mal ganz kurz hier hoch. Hier müsste ich gleich irgendwo eigentlich rasten können. Weil es wäre mir eigentlich schon recht wichtig, dass wir hier rasten können. Gut, dann gehen wir kurz raus und rasten wir hier mal ganz kurz, bis geheilt. Und ja, jetzt wurde unsere Rast gerade geführt. Und Zerstörung hat sich gerade gelevelt. Das freut uns natürlich. Jetzt rasten wir nochmal, bis geheilt. Und da speichert er immer Auto. Ja, wir hatten ja jetzt gerade volles Mana, insofern lasst mir dabei bleiben. Mal gucken, was ist denn der beste Zauber. 2 bis 2. Ich glaube, wir nehmen mal den Funkenzauber. Und damit stürzen wir uns jetzt wieder in diese Gruft rein. Tada. Ja. So, die Ohren haben wir schon ausgeraubt. Dann geht's hier weiter. Und wenn ich mich nicht alles täusche, dann kommt jetzt gleich noch ein Skelettbogenschütze. Und bei meinem allerersten Mal durchspielen hat mich dieser Skelettbogenschütze, der da hinten hinter der Ecke gleich irgendwann wartet. Ja, ich habe ihn einfach nicht tot gekriegt. Ich habe halt den Main-Quest gemacht und dann wird man halt gesagt, irgendwann, ah, werdet ihr ja sehen, dass wir hier hin sollen. Ja, und dann war da immer dieser Skelettbogenschütze, der hier unten eigentlich irgendwo sein muss. Genau, der da. Und wie ihr jetzt hier schon seht, der hat uns gerade ziemlich heftig zugesetzt. Bleibst du stehen. Ich denke, wenn wir jetzt hier so an der Ecke bleiben, dann können wir ihn vielleicht umbringen. Ich will mal den Feuerball nehmen. Das haben wir ja super. Und wir haben auch nicht mehr so viel Mana. Verdammt! Verdammt, verdammt! Wir werden mal ganz kurz unseren Zauber Wohltat anwenden. Damit wir geheilt sind. Und dann werde ich ihn mal angreifen, frontal. Ich werde mal ganz kurz auf F5 schnell speichern. Denn wenn das jetzt schief läuft, wäre das echt blöd. Oh, komm schon! Verdammt, warum funktioniert das nicht? Da haben wir gerade echt Pech gehabt. Naja, er ist jetzt tot. Jetzt können wir hier die Pfeile nehmen. Und wir nehmen auch wieder den Bogen. Ach ja, und wir nehmen natürlich das nicht vorhandene Knochenmehl, beleidigen über die Leiche. Ja, dann würde ich sagen, ja, das ist es erstmal für Part 8 gewesen. Wir werden jetzt hier noch ganz kurz hier weggehen, damit wir rasten können. Und dann werde ich jetzt hier an dieser Stelle, denke ich mal, einen Cut machen. Und werde jetzt natürlich noch Part 9 ist das dann schon aufnehmen. Eben, damit ich halt diese Andrano-Ahnengruft, die sie ja, glaube ich, fertig habe.
So, und mit diesen Worten verabschiede ich mich aus diesem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.